Am Sonntag fand in der Rauenberger Mannerberghalle wieder der SAP Frauenfußballcup statt. Bei gut besetzten Besucherrängen und bester Stimmung waren wieder zahlreiche Top-Teams wie die Erstligisten Leverkusen, Essen und Sand dabei. Zudem aus der Schweiz der FC Zürich. Genügend Konkurrenz also für unsere beiden Frauenmannschaften. Als Sieger des Frauen-Regio-Cups am Freitag hatte sich auch die zweite Hoffenheimer Mannschaft für den SAP-Cup qualifiziert. Und die zweite Mannschaft startete dann auch gleich furios in das Turnier und schlug die favorisierten Leverkusenerinnen mit 2:0. Die erste Hoffenheimer Mannschaft startete dann auch mit 5:1 gegen den ersten FSC Niederkirchen in das Turnier. Dabei bewies Nicole Biller, dass sie nicht nur auf dem Feld weiß, wo das Tor steht, sondern auch in der Halle und zeichnete sich als zweifache Torschützin aus. Ja, also ich glaube, wir sind gut ins Spiel gekommen und haben uns bemüht. Und ja, wir sind natürlich jetzt froh, dass wir das erste Spiel gewonnen haben und hoffentlich geht es so weiter. Auch die zweite Begegnung wurde dann erfolgreich gestaltet. Gegen Hessen-Metzler setzte man sich mit 3:1 durch. Die Torschützinnen hießen diesmal Christine Schneider, erneut Nicole Biller mit ihrem schon dritten Tor und Leonie Pankratz, die danach schon vom Turniersieg träumte. Ja, es macht viel Spaß, es sind schnelle Spiele. Wir haben ein bisschen Pech manchmal beim letzten Ball, irgendwie ist noch ein Fuß dazwischen. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder schön, jedes Jahr hier zu spielen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir so weit wie möglich kommen und am Ende dann den Turniersieg mitnehmen. Für die zweite Mannschaft ging es im zweiten Spiel gegen die internationale Konkurrenz aus Zürich. Auch hier konnte man sich mit 2:1 durchsetzen. Erst brachte Franziska Kaiser die Mannschaft in Führung, danach erzielte Matita Giel per 9 Meter den zweiten Treffer. Definitiv, es ging kaum besser. Also wir sind gut reingekommen ins Turnier, haben gleich von Anfang an Zweikampfstärke bewiesen, Kampfgeist, sind als Team drin, Teamgeist bewiesen. Und ja, so kann es weitergehen. Am dritten Vorrundenspieltag wartete dann auch der schwerste Gruppengegner auf die erste Mannschaft. Mit Essen ging es gegen den Vorjahresfinalisten. Man startete gut in die Begegnung. Nicole Biller brachte die Mannschaft zwar früh in Führung, danach wurden aber weitere Chancen vergeben, sodass Essen besser ins Spiel kam und durch Linda Dahlmann zum Ausgleich kam. Danach hätte Essen auch noch in Führung gehen können, doch Martina Tufekovic war zur Stelle und hielt ihren Kasten sauber. So blieb es beim 1:1 Endstand. War schon ein starker Schuss von mir. Auch toll von mir, dass ich den jetzt noch gut gehalten habe. Auch jetzt gegen Essen war es ein schwieriges Spiel, auch weil jeder die Chancen nutzen wollte und alles. Aber ich denke, mit dem 1:1 können wir jetzt gut zufrieden sein und dass wir keine Niederlage haben. In der Gruppe A setzte sich die zweite Mannschaft klar mit 7:1 gegen den SV 67 Weinberg durch und hatte nach der Begegnung mehr Punkte auf dem Konto als die erste Mannschaft. Ja, also ist uns auf jeden Fall bewusst und wir sind natürlich auch sehr stolz drauf, weil ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Aber ich denke, die erste, die kommt ja auf jeden Fall auch noch mit einem dritten Sieg jetzt am Ende und dann, glaube ich, gleich. Wie von Ricarda Schaber schon angekündigt, feierte danach die erste Mannschaft auch ihren dritten Sieg. Hier markiert Dora Zeller schon den 7:2 Endstand gegen Crailsheim. Um den Gruppensieg in der Gruppe A ging es dann zwischen SC Sand und Hoffenheim 2. Trotz guter Leistung und vieler Chancen gelang nur ein Treffer. So erzielte die Ex-Hoffenheimerin Sabine Stoller den 3:1 Endstand für den SC Sand. Ja, also am Anfang haben wir vielleicht ein bisschen geschlafen, aber dann am Ende war die Chancenverwertung halt das Problem. Aber ansonsten war es eigentlich gut, wir haben gezeigt, dass wir mit den Größeren auch mithalten können. Und ja, hat an der Chancenverwertung gemangelt. Aber ich meine, wir haben jetzt noch das Halbfinale und da können wir es ja auch nochmal zeigen. In diesem Halbfinale sollte es dann zum Duell 1899 Hoffenheim 1 gegen 1899 Hoffenheim 2 kommen. Zu Beginn war die erste Mannschaft dann auch überlegen und ging durch Nicole Biller in Führung. Doch desto länger das Spiel ging, desto besser kam die zweite Mannschaft ins Spiel und so gelang tatsächlich durch Ricarda Schaber der Ausgleich. So kam es, wie es kommen musste und es ging ins 9-Meter-Schießen. Dort setzte sich dann die erste Mannschaft mit 3:2 durch. Christine Schneider verwandelte den entscheidenden 9 Meter. Da das Spiel um Platz 3 im 9-Meter-Schießen entschieden wurde, ging es für die zweite Mannschaft sofort in das nächste 9-Meter-Schießen. Leider wenig erfolgreich. So konnte die ehemalige TSG-Torfrau Christina Kober erst selbst treffen und blieb dann gegen Ricarda Schaber, Maximilian Rall und Tabea Wasmo die Siegerin, sodass sich Titelverteidiger Sand den dritten Platz sichern konnte. Ja, also das Spiel gegen die erste war schon ausgeglichen und dann haben wir halt im 9-Meter-Schießen den Kürzeren gezogen. Und gegen Sand war es eben nur 9-Meter-Schießen. Naja, hatten wir heute ein bisschen Pech. Wir haben es jetzt so angerechnet, dass das Weiterkommen fast besser war als der Sieg am Freitag. Insofern sind wir sehr zufrieden.
Im Finale trafen dann zum zweiten Mal an diesem Tag Hoffenheim und Essen aufeinander. Erneut erwischte Hoffenheim den besseren Start und Isabella Hartig erzielte nach einem Zusammenspiel mit der Bande das 1:0. Aber wie schon in der Vorrunde gelang es zuerst nicht, einen zweiten Treffer zu erzielen, trotz bester Chancen. So kam Essen dann auch zu seinen ersten Chancen, wie hier durch Linda Dahlmann. Aber anders als in der Vorrunde gelang dann doch das 2:0. Anne Fühner machte es im Alleingang. Dies war dann auch die Entscheidung. Mehr als das 1:2 durch Charlene Hartmann gelang Essen dann nicht mehr. Damit sicherte sich die erste Hoffenheimer Mannschaft den Turniersieg beim SAP Frauenfußball Cup. Es ist ein gutes Gefühl, klar, es ist eine gute Vorbereitung für uns, das Turnier in der Halle. Da können wir uns gegen die Mannschaften beweisen von der ersten Liga und auch gegen die von der zweiten Liga. Und dass wir jetzt Erstes sind, ist natürlich gut. Wir fahren ja hier nicht weit und als Gastgeber will man natürlich gut aussehen. Und dass wir dann den Turniersieg mitnehmen, ist natürlich spitze. Wenn man siegt, vor allem im Turnier, dann ist man natürlich immer zufrieden. Ja. Leider hat sich jetzt noch Tine Schneider an der Bauchmuskel etwas verletzt. Ich hoffe, es gibt nichts Schlimmeres. Das wäre der einzigste Wermutstropfen, ansonsten optimal. Wir sind angetreten, um zu gewinnen, das haben wir jetzt umgesetzt, was natürlich die anderen auch wollten. Und es war ja spannende Spiele. In der Halle kann es immer so oder so kippen, aber wir haben eigentlich ein gutes Halle-Turnier gespielt. Über alle Spiele gesehen, aber einen Haufen Tore geschossen. Weil nachdem die jetzt hart trainiert haben, gestern nochmal 2 Stunden, war das heute, denke ich, eine gelungene Abwechslung für die Mädels. Linda Dahlmann wurde zum dritten Mal in Folge zur besten Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Mit 8 Toren wurde Lea Schüller Torschützenkönigin des Turniers. Aber den größten und wichtigsten Pokal durften die Spielerinnen von 1899 Hoffenheim in Empfang nehmen.